So, was muss ich denn jetzt hier machen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau. Die Krönungszeremonie wird gleich beginnen. Ich werde mal einen Blick auf die Krone werfen. Sagt mir jetzt nichts, aber ich muss auf jeden Fall für Tyr ein paar Waffen und Rüstungen kaufen, denn zurzeit ist sie ja echt schwach. Das Langmesser scheint mir genau das Richtige dafür zu sein. Und vielleicht noch irgendwas, was sie aufpeppt. Was die Verteidigung betrifft. Nehme das Minischild. Ist zwar ein bisschen teuer, aber egal. Man gönnt sich ja sonst nichts. Okay, was hat sie gerade gesagt? Krönungszeremonie. Ach ja, ich wollte erstmal gucken, ob man hier schon Magie kaufen kann. Aber das scheint nicht so zu sein. Also auf zum Schloss. Hier war ja eins. Schloss Lunaria. Ja, gehen wir einfach mal nach oben. Hinter dieser Tür befindet sich der Thronsaal. Werf ruhig einen Blick hinein. Gleich. Hier ist doch noch jemand. Mein Bruder empfängt heute die Krone. Hoffentlich ohne Zwischenfälle. Wer es glaubt. Kann doch schon nicht gut gehen. So, hallo. Ey! Eure Majestät! Die Krone! Was ist das? Ich habe gerade erfahren, dass dies eine Imitation ist. Das darf nicht wahr sein. Wie sie glitzert. Sie muss einfach echt sein. Sie wurde von besten Wächtern bewacht. Niemand kann Kronen vertauschen. Was denn hier los? Ein Experte wird die Krone umgehend untersuchen. Gut, beeilt euch. Jawohl, Majestät. Sofort stehen bleiben. Ich kenne euch nicht. Was habt ihr hier zu suchen? Hä? Hat es euch die Sprache verschlagen? Euch fällt ja nicht mal ein lustiger Witz ein. Ach, okay, jetzt weiß ich wieder. Ja, sicher. Was zum... Holete, ich bin Berti, der König der Diebe. Und ich bin Bose, sein Lehrling. Seid gegrüßt. Was? Wer seid ihr? Doofe Frage, sie haben sich gerade vorgestellt. Na egal. Ah, nicht bewegen. Na, Freunde, seht ihr diese nette kleine Bombe? Auf was warten wir, Bose? Auf ins Getümmel. Logo, Berti. Ah! Oh Mann! Zeig's ihnen! Aber. Aufgepasst, Leute, jetzt kommt der Superwatz. Jetzt geht's los. 3, 2, 1. Watz! Was passiert hier, Bose? Ups, es sollte. Ich habe keine Ahnung, Berti. Was machst du da, Bose? Okay. Alle gucken ganz ruhig zu, anstatt die sofort festzunehmen. Naja, wahrscheinlich sind sie ein bisschen geschockt von der Doofheit von diesen zwei. Aber trotzdem, naja, egal. Ich habe heute meinen großartigen Tag. Ich lasse euch ausnahmsweise laufen. Oje, mir ist noch ganz schwindelig und ich höre schlecht. Lass uns lieber verschwinden. Coole Einlage. Hey, die Krone. Ah, okay. Lasst es euch laufen. Schweig. Das ist ja unglaublich. Tut doch etwas. Niemand darf davon erfahren. Sehr wohl, Majestät. Ja, sehr witzig. Was sagst du dazu? Die Krone wurde von meinen Augen gestohlen. Ich konnte nichts dagegen tun. Ja, natürlich konntest du was dagegen tun. Du hast einfach nur nicht gehandelt. Die Krone gestohlen. Oh Gott, mir schwinden die Sinne. Geiler König. Der Ehre unseres geliebten Königreichs steht auf dem Spiel. Ja. Nur wegen so einer blöden Krone. Schon klar. Man könnte meinen, es gäbe größere Probleme. Zum Beispiel der Welthunger oder Kriege. Keine Ahnung. Ich denke mal, ich muss hier hin. Ah, ja. Das ist eine Truhe. Die möchte ich natürlich haben. Pfeil und Krafttrank gefunden. Dankeschön. For free. Nehme ich immer gerne an. So, das scheint nicht sehr schwer zu sein. Aber erstmal will ich gegen diese Fledermaus hier kämpfen. Hey, lauf mir nicht weg.
Doofes Viech. So. Und was ist das? Tetormaus. Okay. Mal schauen, wie stark die ist. Okay. Verstärkung, aber das hat dir wirklich nicht viel gebracht. Hättest du euch darauf verzichten können. So. Was ist hier? Okay, dann geht diese Tür auf. Aber da war rechts ja noch eine Tür. Da will ich zuerst reingehen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich lang muss. Aber... oh! Hey, ich greife zuerst an. Okay, ich denke mal, die Stachelechse ist ein neuer Gegner, also müsste der auch stärker sein. Als dieser Babyfrosch-Viech-Teil. Keine Ahnung. Und? Cool. So, was muss ich hier machen? Ich denke mal, diese Schalter hier benutzen. Ah, okay. Dann muss ich wahrscheinlich den Gegner dahin locken. Aber wie mache ich das denn am besten? Okay, okay, okay. Oh, 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 komm, 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 komm. Und jetzt runter. Nein. Okay, jetzt runter. Ja, ja, ja. Bleib da stehen, bleib da stehen. Bleib da stehen, ich sag's dir. Stehen bleiben. So, betäuben und von hinten angreifen. Immer die beste Taktik. Klappt meistens. Aber auch nicht immer. So, Fumischlag vielleicht? Ja, diesmal nur normal. Aber egal. Und das war ein super Schlag von Tia. Wow, welch ein Wunder. So, hier ist nichts Besonderes. Und hier ist wieder so ein Echsenviech. Na komm, immer die gleiche Taktik. Ich greife zuerst an. Diese Viecher sehen gar nicht aus wie Echsen, sondern eher wie Igel. Naja. Aber auch nicht wirklich wie ein Igel. Denn ein Igel ist braun und nicht blau. So, willst du gegen mich kämpfen? Nein, anscheinend nicht. Aber du hast keine andere Wahl. Wow, das sind ganz schön viele und deswegen benutze ich Bomber. Bevor mir noch etwas Ernsthaftes passiert. Fumischlag? Ah, der falsche! Was? Wieso ist der kaputt gegangen und der andere nicht? Ach, weil Tia ja noch so schwach ist, obwohl ich ihr schon so eine neue Waffe gekauft habe. Ach ja, Tia, Tia, Tia. Was soll ich mit dir machen? So, immer das gleiche Spielchen. Ich muss gegen die Gegner kämpfen, ansonsten würde es erstens zu lange dauern. Nein. Es würde nicht zu lange dauern, ich kann einfach ausweichen. Aber ich muss halt gegen die kämpfen, damit ich Erfahrungspunkte bekomme. Ich sage es oft, aber viele Leute vergessen das vielleicht. habe ich jetzt den richtigen angegriffen? Ich weiß nicht. Hab gerade nicht wirklich aufgepasst. Aber ist ja auch egal, solange mein Kapselmonster Fumischlag benutzt. Gut, dass ich mich wenigstens auf einen verlassen kann. So, dir gebe ich mal ein Kraftwasser und... ja, die Tür geht wieder zu, aber ist ja kein Problem. So, was mit dir? Hey, du hast dich umgedreht! Tricky Viech. Und? Kaputt, kaputt, kaputt! Yes! Und diese Eidechsen ziehen gar nichts mehr ab. Schon mal sehr gut. Lebensnektar auch gleich benutzen. Am besten für Tia. So, was ist hier drin? Pferdestein, okay. Was kann das? Ja, am besten ich gebe den Pferdestein Tia. Denn Haze hat ja schon diesen Jaguar-Ring, genau. Schieb, 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 schieb. So. Okay, du willst anscheinend kämpfen, also tue ich dir den Gefallen.
Ja, das war nicht besonders klug von mir. Ja, ich weiß, ich hätte mit Tia einen blauen Schmetterling angreifen sollen. Weil Haze ja sowieso noch den Krabbeltöter ausgerüstet hat und ich glaube, ein Schlag hätte ausgereicht, um diese Motte hier fertig zu machen. So muss ich jetzt ein bisschen bangen. Aber Haze ist gerade wieder aufgewacht. Haha. Also, neuer Versuch. Okay. Solange du nicht den Flip-Flap-Tanz nochmal auf Face benutzt, kann mir das eigentlich egal sein. Denn das könnte eigentlich schon mich in eine sehr schwierige Lage bringen, wenn Haze nicht angreifen kann. Aber bis jetzt haben die mich eigentlich auch noch nicht angegriffen.